Sehr verehrte Zuschauer, wir befinden uns heute in Paderborn-Mönkeloh auf den Spuren des Schredder Schramson. Es geht hier um eine Dokumentation bezüglich der nächst anstehenden Gotland-Tour. Vor Ort auch das Team von N24 für die Dokumentation, die hier gedreht werden soll. Wir sind gespannt, was uns heute erwartet. Wolltest du mir Fragen etwa stellen? Ja, möchte ich gerne. Schredder, was wollen die alle von dir? Ich werde jetzt berühmt. Ich werde jetzt ein Fernsehstar. Wie konnte das passieren? Ich weiß es nicht. Ich denke, ihr steckt dahinter. Auf gar keinen Fall. Habt ihr mich da angemeldet? Nein. Wer denn? Musst du wohl selber gewesen sein. Ich weiß von nichts. Oh, wann kommst du? Nicht weghören! Das ist, weil ihr jetzt dabei seid. Aktuell dreht Schredder Schramson seine Runden auf dem Trainingsgelände hier und wir beobachten ihn dabei, wie er sich gerade für die anstehende Tour warm fährt, die letzten Sprünge übt. Wir werden sehen, was daraus wird. Vielen Dank. Wir stehen hier nun schon einige Minuten an der Rennstrecke direkt und warten auf Schredder Schramson, der hier eigentlich seine Runden drehen sollte. Es könnte natürlich bei ihm so durchaus sein, dass ein technischer Defekt vorliegt. Wir harren der Dinge, die da kommen und berichten weiter. Schredder, wie sieht's aus bei dir? Läuft! Läuft gut, ja? Nicht anstrengend. Alles easy. Überhaupt keine Anstrengung? Drei Stunden locker. Hör mal, bist du eigentlich jetzt schon mal an dieser Stelle jetzt hier bei deinem Training gestürzt? Nein. Warum nicht? Soll ich? Also ich sag mal, das hat am Gardasee besser funktioniert mit dem Stürzen. Ja, da hatte ich auch mehr Übung. Okay. Und Peroni. Peroni? Ja, und okay. Deine Bratwurst. Okay. Und Bierhühnchen. Also wenn du so weitermachst an dieser Stelle bei diesem Training, dann wird das niemals was werden mit dem weißen Knieprotektor, das weißt du selber. Ja, das befürchte ich auch. Gut. Schredder, ich habe gerade gesehen, du stehst da mit anderen Kameraleuten zusammen. Ja. Was wollten die von dir? Ich habe die nicht verstanden. Das sind Schweden, die kommen von Gotland. Was haben die für Fragen gestellt? Schwedische. Warum? Weil die es wissen wollten. Scheinbar gelten wir dort als Favoriten. Für was? Für die Disco abends. Was macht ihr denn da in Gotland? Ich bin da Antänzer. Und warum bist du mit dem Motorrad hier? Damit ich schnell abhauen kann. Im Hintergrund sehen wir gerade, wie Schredder an seinem Motorrad quasi für das Kamerateam einen neuen Reifen aufziehen wird. Das wird eine Premiere für ihn sein, denn normalerweise nimmt Schredder kein nagelneues Material in die Hand, sondern besorgt sich irgendwas Gebrauchtes von eBay, was eigentlich noch top in Schuss ist. Also auch für ihn eine riesen Premiere extra nur fürs Fernsehen. Wahnsinn, liebe Zuschauer, Wahnsinn! Man beachte in diesem Moment auch diese vollständig ausgerüstete Werkzeugkiste, die so ungefähr von 1970 sein muss. Normalerweise ist Schredder nur unterwegs mit einer abgebrochenen Wasserpumpenzange und einem stumpfen Schraubendreher. Also auch das eine absolute Premiere, liebe Zuschauer. Wahnsinn! Wir sehen gerade aktuell, wie ein Reifen an einer Enduro umgezogen wird. Und der Techniker erklärt gerade, aus welchem Material quasi dieser Schlauchersatz gemacht ist. Ich glaube ganz persönlich, dass dieses Material auch das gleiche ist, aus dem Dildos gemacht werden, also auch Sexspielzeuge, die da in Reifen eingearbeitet werden.
Schredder, wie fühlt sich das für dich an? Einen nagelneuen Reifen auf deinem Motorrad? Ja, das ist hier Werkstandard. Ne? Ich fühle mich so ein bisschen wie Rossi. Ich werde wahrscheinlich gleich auch erstmal einen kleinen Cappuccino trinken und dann meine Fanse grüßen. Alle, grüße Fanse. Es ist aber doch für dich auch eine Weltpremiere, dass du mit neuem Material fährst. Ich meine, sonst guckst du immer bei eBay, was für dich noch gut brauchbar ist oder so. Universumspremiere. Also ich habe nicht nur auf der Erde noch nie einen neuen Reifen gehabt, auch sonst woanders nicht. Und wo hast du heute deine abgebrochene Wasserpumpenzange gelassen? Die braucht Tanja. Wofür? Die macht nachher Spiegeleier und an der Pfanne ist der Griff abgebrochen. Ah, verstehe. Dankeschön. Bitte. Ich habe es gewusst, liebe Zuschauer. Wir haben eben über das Dildo-Material gesprochen und jetzt kommt auch noch Gleitcreme zum Einsatz. Also es ist der Wahnsinn. Hier aus der Pornoindustrie werden hier Materialien verwendet für den Enduro-Rennsport. Schredder, darf ich an dieser Stelle einmal ganz kurz einhaken? Folgendes, wir haben jetzt beobachtet, wie du ungefähr zwei Stunden... Wir haben jetzt ungefähr beobachtet, wie du zwei Stunden an deinem Vorderrad rumgefummelt hast. Bist du nicht der Meinung, dass die anderen Fahrer beim aktuellen Rennen jetzt schon längst unter der Dusche stehen würden? Ich verstehe die Frage nicht. Ich verstehe die Antwort nicht. Ja, ich bin ja nicht so der Typ, der oft duscht. Vielen Dank bis hier. Ingo, warte. Lauf nicht weg. Vielleicht unser Kameramann noch ganz kurz. Ich meine, du kennst Schredder nun auch schon seit einigen Jahren und wir sehen gerade, wie er an seinem Motorrad rumschraubt. Hast du sowas schon mal zuvor gesehen? Ja, natürlich. Ja? Ja, klar. Das macht er öfter so an seinem Motorrad schrauben oder machen das eher andere? Nein, das ist sonst auch so wie jetzt. Es bleibt beim Versuch, ne? Ah, okay. Und seine Devise ist ja, Dummstellen schafft Freizeit. Du hast es gesehen, Dummstellen, und schon hat der andere wieder das Werkzeug in der Hand. Ja. Das funktioniert halt immer, ne? Ja, ist so kommt man durchs Leben. Und ich glaube, das geht nur, wenn man studiert hat. Ah, vielen Dank für diese Ausführung. Gerne. Schredder Schramson an meiner Seite. Ich habe gerade einen deiner Vereinskameraden zu deiner Person, zu dem technischen Zustand deiner Fahrzeuge befragt. Was sagst du zu dem Satz, Dummstellen schafft Freizeit? Dummstellen schafft auch Mechaniker. Also, was man nicht kann, müssen andere halt besser können. Dafür werde ich aber auch bezahlen. Das ist jetzt eine Dienstleistung, die ich in Anspruch nehme und dafür gibt es dann auch Geld. Denn das ist ja mein Reifendealer Thomas Butzner, von dem ich meine ganzen Reifen beziehe. Also wenn ich das richtig verstehe, wie es bei dir eigentlich immer läuft, bekommst du gut Geld dafür, dass er das für dich machen darf? Er bekommt Geld dafür. Unglaublich. Ja, so wie ich. Schredder gibt Geld aus. Und das nicht zu knapp. Sag mal, Jungs, ich habe mal an euch eine Frage. Arbeitet ihr hauptberuflich bei der Stadt? Nee. Sieht eigentlich genauso aus, weil zwei arbeiten, drei stehen rum und gucken zu. Wir müssen auch kontrollieren. Ach so. Ja, vielen Dank. Wir stehen hier gerade an der Wettbewerbsmaschine von Schredder Schramson. Wir schauen uns mal insgesamt den technischen Zustand an. Insgesamt würde ich sagen, ein sehr gepflegtes Fahrzeug. Man beachte hier an dieser Stelle die Kraftstoffleitung, die vermutlich immer noch die ersten sein werden. Das sind, also ich fühle hier mal gerade, es sind schon, ja, Hartkunststoffleitungen. Wir hoffen natürlich inständig, dass das bei der anstehenden Gotland-Tour auch noch durchhalten wird. Die Reifen, daran soll es nicht liegen. Aua! Ich werde ja gerade mit Werkzeug beworfen. Das kann unmöglich Peter sein eigenes Werkzeug sein. Aua! Weil eigentlich hat er nur diese abgebrochene Wasserpumpenzange und seinen stumpfen Schraubendreher. Das muss er sich geliehen haben. Aua! Ja, zur Anschauung haben wir hier mal so einen aktuellen Reifendildo. Also ich fühle mal, das Gleitgel ist noch dran. Ja. Doch ich denke mal, Schredder wird das mit nach Hause nehmen, in Stückchen schneiden und dann bei eBay als Dildo verkaufen. Schredder, herzlichen Dank, dass wir an diesem aufregenden Vorbereitungstag bei dir sein durften. Du hast uns mal wieder ausführlich gezeigt, wie man es nicht richtig macht. Vielleicht hast du noch ein paar Worte für unsere Zuschauer. Ja, ich bedanke mich auch, dass ihr hier gewesen seid. Es ist toll, dass dieser Sport auch mal an einem größeren Spektrum von Leuten zugänglich gemacht wird. Und zum Schluss muss ich eigentlich nur noch sagen, schön, dass ihr da wart. Vielen Dank für die tollen Interviews und Aufnahmen. Und 10 Euro kriege ich noch von jedem. Warum? Eintritt hier aufs Gelände. Okay, das machen wir dann. Du wolltest eine Reifen refinanzieren. Ja. So okay. Sieht's aus. Ich möchte dir an dieser Stelle noch ein ganz großes Kompliment machen. Dafür muss ich einmal hier dran ziehen. Ich finde, mit Helm siehst du wesentlich sportlicher aus. Ja, das sehe ich auch so.